Ein herzliches Hallöchen und willkommen zurück zu Ark Survival Plus. So, auch du, Coach. Hi, Hippo und Xar sind auch da. Moin. Moin. Du hast mir doch wieder einen Pfeil in die Rübe gedonnert, oder nicht? Ja, gib dir mal wieder her. Toll. Kann meine Rüstung reparieren. Federn, wohin? Mir ist schon kalt. Federn in den Table rechts. Panier. Was bitte? Was ich hab die beiden Dinger mal angeschmissen hier, die Lagerfeuer, falls einer gleich stirbt. Ja, so hart ist es noch nicht. Ich habe jetzt ausgerechnet auch nichts an, weil Coach mich ja immer wieder abballern muss, ja. Wuhu! Ich habe nichts an, außer meine Wolfsmütze. Ne, Coach? Ja, an alles. Wird Coach ganz nervös. Ne? Ja, oh, guck mal, wenn es regnet, wird es sofort wieder arschkalt. Das ist ja doof. Hi, Bo. Hallo. Ist dir kalt? Ja. Toll, danke. Aber du brennst ja gar nicht. Ist doch gut so, es regnet ja auch. Ach so, es regnet, dann brennt man nicht. Das ist ja, das ist ja direkt intelligent. Ja. Das hätte ich im Spiel gar nicht zugehört. Wer hat da eigentlich auf die Vase gekackt? Obendrauf? Das könnte ich gewesen sein. Ich habe aber nicht ganz getroffen. Das ist wie so ein Stöpsel da. Das ist wie immer. Ich kacke immer um Rand. Korken brauchen wir nicht. Ja? So schönen Knödel oben drauf gesetzt. Ja, ich kacke halt immer um Rand. Ich kann es ja ändern. Ja. Schön. Da haben wir extra ein Klo gebaut. Das ist unglaublich. Ja, da war aber noch keiner drauf. Nee, irgendwie nicht, ne? Das ist ja auch völlig sinnlos. Man kann ja nichts erinnern. Im Haus brennt man noch. Bleib stein, du Sack. Soll ich auch mal den Fackler um die Ohren hauen. Oh, das Haus hier ist wenigstens trocken, oder hat es draußen auch aufgehört? Es hat draußen auch aufgehört. Hat's? Nee, hat nicht. Kommt nicht. Nee, draußen regnet es noch. Ich weiß nicht, wie bei dir drin aussieht, aber. Ja, bei mir in der Hütte regnet es leider. Ich mach mal kurz. Nee, warte mal. Es dauert eine Weile. Dauert eine Weile, bis das Spiel merkt, dass man drin ist. Und bis man draußen ist auch. Ah, schön. Okay, wollen wir losziehen? Wir wollen ja so ein bisschen Limestone nochmal holen. Wie viel geht noch? Ja, ich überlebe das auch nicht. Eben war mit der Fackel noch okay bei mir. Aber im Haus ist das gut. Das scheint sich so pro Stelle so ein bisschen irgendwie abwechseln zu wollen. Also mal ist es gut und mal ist es überhaupt nicht mehr gut. Ja, wir können ja auch los, da oben auf dem Berg ist es bestimmt wärmer. Ja, mit genau. Sicherheit. Total viel besserer ist das da. Support Beams hattest du eben im Offscreen angemacht, oder? Hippo. Nee, ich habe noch keine Eisensäge. Ach ja, stimmt, wollte ich dir auch noch machen. Koyo, könntest du mir 8 Lumber herstellen? Lumber. Da kannst du dir so viel nehmen, wie du willst. Ich habe mehrere hundert im Table. Das keine Crude Blanks? Nein, da habe ich auch. Also sowohl als auch, sind beide drin. Ah ja. Dann werde ich mich da jetzt mal bedienen. Wo? Crafting, Building, Support Beams. 100, zack. Und, 168 reicht. So. Hast du welche gefunden, Xa? Ich sehe keine. Drin sind die im Tisch. Ach, drin? Die Planks. Okay. Die Lampe, die. Ja. Wie auch immer. Hast du immer noch Eiswürfel? Nee, jetzt geht's. Dann gehen wir los. Nee. Wie nee? Nee. Nee? Wieso nee? Weil es nicht. Weil wegen ist nicht. Weil wegen ist aus nicht, aber ich will aber. Prinzip. Xar, hast du mittlerweile eigentlich den Germany's Next Top Gaul leer? Natürlich nicht. Da sollte noch Dings drin sein. Kohle in Massen. Die Kohle. Hippo, bleib mal stehen. Kann man auch nicht einmal. Weißt du, kann ich mal kurz mein Pferd ausleihen? Ja, will mir das auch irgendwie. Auslernen, jetzt! Was Vogel vor der Tür wegklaut? Ich nicht. Muss irgendein Antrag gewesen sein. Ich hab das nicht geklaut. Ja, unschuldig. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist lustig übrigens. Die Kohle sieht im Inventar vom Pferd anders aus als im Inventar von der Kiste. Ja, nee. Das eine ist Asche und das andere ist die Kohle. Ach so? Ich hab das doch gerade da reingelegt. Ich glaube, es ist gerade Kohle verschwunden. Ja, weil ich was rausgenommen habe.
Hier geschehen Dinge. Was brauchst du, Wood Ash? Speed. Yay, 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 yay. Top Gaul. Yay. Also wenn du Wood Ash brauchst, hier liegen auch noch ein paar hundert drauf. Nee, nee, wir brauchen nicht. Ich wollte nur den Gaul leer haben. So, jetzt wird man aber echt los, oder? Jo, ja, ich bin bereit. Coach, du auch? Nein. Was ist denn los mit dir? Sag wenigstens, was ist? Ja, warte, ich mach noch vorsichtshalber für jeden von euch hier so ein Fell, Oberteil und Unterteil gerade hier. Es ist aber gar nicht mehr kalt. Den gehen wir gar nicht mehr kennt. Das ist aber so. Es ist total warm. Ja, ja. Jeder was so, zu trinken mit. So, steht nicht jetzt noch ein Gaul rum? Also ich hab Top Gaul und Ferdinand ist bei mir auch in der Nähe. Und Schippo ist da drüben drauf. Ja, gut, stand nämlich. Das hatte ich. Ja. Die sollten wir auch langsam mal Sattel basteln, glaube ich, oder? Dass sie im Notfall ein bisschen was aushalten. Ja, ich glaube aber, die Sattel sind. Da war doch irgendwas, was Coach brauchte, was wir überhaupt nicht haben, oder? Coach ist richtig vertieft. Ich muss gleich mal gucken. Wenn er Teppiche knüpft, ist Coach immer sehr vertieft. Das, da ist so. Alter. Ach du Scheiße. Wie siehst du denn aus? Geil. Ja, Hose hast du noch, Kuja. Nö. Ja, doch klar, hast du eine Hose. Guck im Schrank. Ah, da hab ich die noch in meinem Klamotten. Weißt du, ich hab so viel Klamotten. Dann haben wir noch Bohlen? Dieter Bohlen? Was ist denn? Wir wollten Bohlen? Jo, was da. Ist los? Wollen wir los oder wollen wir los? Wir wollen los, aber Hippo will noch irgendwas. Ja, ist gut. Alles gut. Immer diese Frauen, unmöglich. Immer muss ich immer, ja, genau. Es sieht jetzt hier, ich sehe so richtig edel aus mit diesem. It kann losgehen. Mit dem Waschbär. Nein. Also, komm, also ich sehe ja schon fast aus wie so ein Wikinger. Na gut, ein schwarzer Wikinger, aber halt. Schwarzer Wikinger mit blonden Haaren. Ja, also du solltest dich vielleicht mal wieder waschen. Wer braucht jetzt schon ein Tor? Jetzt ist mir heiß, ich beiß den Tisch, Alter. Ja, mir ist jetzt auch heiß. Was hast du denn für Klamotten da gebaut? Wir hätten vielleicht die Verlustung nicht anzünden sollen oder so. Keine Ahnung, es ist mir auf jeden Fall heiß, selbst im Leder. Aber gut. Ja, so, bei mir passt es gerade. Bin so heiß. So heiß wie ein Vulkan. Spontane Selbstentzündung. Vielleicht verbrennst du dich daran. Oh, hier Vorsicht. Greifen, fliegen hier so langsam. Oder? Ja. Und greifen, ja, oder? Greifen, fliegen, greifen, greifen, hinter greifen. Ja. Du meinst dann greifen, 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 greifen. Genau. Puh. Dann greifen, hinter greifen, 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 hinter greifen her oder sowas, ja, in der Richtung. Mhm. Greifen, 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 greifen. Wo war nochmal meine Keule? Greifchen ist Level 77, wir sollten uns tunlichst nicht mit diesem anlegen. Das ist der von letztem Mal, der da über unser Camp flog. Okay. Mit dem Coach so viel Spaß hatte. Bin schnell. Coach nicht. Coach? Level das Tier mal auf Geschwindigkeit. Mops-Geschwindigkeit. Weißt du, wie viel Level ich da reinkloppen muss? Ja, ja, bis da was passiert. Mach das fertig, Kapp. Was machst du denn da für ein Hüpfer? Oh. Ja, das springt weiter, als man denkt. Das war echt minimal knapp. Davor, ich bin gar nicht gesprungen, ich bin nur über diesen Stein geritten, das reichte schon. Ja, 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 das mit Anlauf machst du schon. Wie hier hat irgendjemand die ganzen Ankylos gekillt? Nee, hier ist auf jeden Fall ein. Noch rumschlappen. Hier ist auf jeden Fall so ein Steinchen. Ich glaube, ich sehe da auch noch so ein Limestone, ja. Hallo, was war das Limestone? Also ein Limestone. Okay. War noch ein Baumstamm, das war von oben aus die Limestone. Okay, das hier ist kein Limestone. ich hab einen. Da vorne ist auch noch was.
Ach, hier sind zwei Stück. Gut, dass wir jetzt die schwere Fellrüstung dabei haben, ne? Mhm. Meiner! Hopp! Meiner! Such dir deinen eigenen Limestone! Nein, Mann! Nein, Mann! So, ach ja, Stein auch mitnehmen, ne, oder? Ja, muss nicht. Ne, Stein kannst du raushauen. Hier unten ist ja ganz viel Limestone im Tal. Dann würde ich, wenn, dann direkt vor unserer Base farmen. Also noch mindestens drei unten im... Vorsicht, da läuft gerade links auf dich zu. Ja, ich hab's schon gesehen. Hier ist auch noch Limestone. Hallo. Ja, ja. Aber das Zeug respawnt echt fix. Ja, scheinbar schon. Hippo, hinter dir. Was ist hinter mir? Kentro. Danke. Tü. Das ist ja Paradies. Oh, der ist auch hinter dir her jetzt. Pass auf, der ist hinter dir. Dann abhauen mit dem Pferd, das ist kein Ding. Die sind so lahm. Aber wo seid denn ihr jetzt schon wieder? Unten. Kann ich mal irgendeiner mit dem Gaul zum Abladen? Ja, wo bist du denn? Ja. Hier. Ja. Hier ist auch noch eine Katze hinter dir, oder? Hinter mir? Nee, die Katze haut sich jetzt mit den Kentro. Ja, ich bin da. Wo wir ihm gerade noch gestanden haben. Ist ja unglaublich. Hier, oh, da tatsächlich. Eine Mieze. Warte, wo kommt denn die Mieze her? Noch ein Stein. Ola, ja, sie. Die kam so von links auf einmal an. Hier ist ja alles voll mit den Dingern hier. Ja, also hier rennen ja auch ein paar Anknüsse drum. Dein Früchtchen schon wieder voll, oder wie? Ja, ein Früchtchen kann ja nicht viel schleppen. Ah, Früchtchen, was kann Früchtchen eigentlich? Kommst du mal neben mich geritten? Schmeiß Stein schon mal weg, weil ich bin auch schon ziemlich voll mit dem Gaul. Ja. Oh, die Katze ist tot. So, Stein ist weg. Wo seid ihr? Ist hin? Oben wieder, ganz da, wo wir angekommen sind, wo wir den ersten Stein zerhauen haben. Bist du. Wobei, ich sehe hier gerade noch was. Ja? Was? Wo bist du? Ich komm gerade. Ein bisschen was könnte ich noch nehmen, aber das war's dann. Hier bin ich. Ja. Coach. Kommt runter. Hier sind noch zwei Steine, also wenn ihr noch habt. Ja. Ja. Ich sag mal so, jetzt bin ich so schnell wie Coach ungefähr. Das geht. Du reitest bei mir gerade in der Luft im Kreis. Ja, das macht er gerne. Ja. Haben wir noch irgendwo was? Sah, bist du voll? Ich hatte noch ein bisschen Platz. Na, dann kommen wir zurück. Jo, auf dem Weg. Ich bin da vorne angejettet. Also, das ist. Da unten ist noch einer. Zurück. Genau, unter dir. Ach, da. Und wenn du magst, könntest du mal so, damit ich halbwegs flott bin hier. Oder warte mal, was mache ich gerade? Ich schiff gerade mal um ein bisschen. Muss ich doch nochmal auf Gewicht leveln bei meinem Tierchen, ne? Jo, perfekt. Genau richtig beladen. Okay, na dann, Abmarsch. Hippo, du bist auch voll? Warte. Ich habe. Ein klein bisschen könnte ich vielleicht noch. Aber nicht viel. Da ist hier noch einer, ich sehe jetzt gerade keinen. Da ist auch gerade keinen mehr. Ja, ich glaube, wir haben aber jetzt auch erstmal. Ach, da vorne ist der blöde Kentro wieder am Aufgang. Am Aufgang, ja gut. Notfalls machen wir den weg, der ist so lahm, der Kentro. Oh, hier ist eine Miezekatze. Die haben wir uns gekauft. Das ist eine tote Miezekatze. Ja, ja, das war die, die mit dem Kentro gespielt hat. Genau. Wollen wir den Kentro gerade wegmachen oder? Nö, macht nichts, ne? Was ist denn das für ein Level? Ist egal, Level. Machst du so oder so weg, die sind scheiße lahm. Naja. Dürfte dich nur nicht erwischen, dann ist doof, aber ansonsten sind die halt lahm. Ein paar. Hat wer zufällig den Wasserbeutel bei? Ja. Nein, ich habe nur Wasserfläschchen dabei und das ist ziemlich leer, sehe ich gerade. Ich habe auch Wasserfläschchen dabei, ich könnte die sonst. Oh, bleib doch nicht stehen! Ja, ich war wegen Wasserfläschchen. Liegt in deinem Golxer. Jo, hab schon. Sind wir echt gleich schnell. Fast. Ja, gut aufeinander abgestimmt. Oh. Warte, Para muss kacken. Kackliese da.
Hast immer noch nicht die Warnlampe installiert? Nee. Ja, ich meine, mittlerweile kennt ihr ja auch den Weg. Ich muss ja nicht mehr voranreiten, ne? Ja, ich kann dich aber nicht überholen. Ich bin zu lahm. Ich vor, da ist ein Kanu oder so. Ja, eben. Da fällt von oben was runter oder der Greif, weißt du? Weißt du, wie schnell ich auf einmal das ganze Lehmzeug hier wegschmeiße, der ganze Kalkstein wegschmeiße? Damit das Pferd wieder rennen kann. Schade, der Loot Drop ist weg. Loot Drop? Ja, hier war vorhin einer, aber da wusste ich nicht, wie ich da rankomme. Jetzt habe ich gerade den Weg dahin gesehen. Aber jetzt ist der Loot Drop weg. Schade. Da hat man auch noch gar nicht, ne? Das ist diese. Ne, hatte ich bisher nur im Single-Player welche. Oh ja. Und ich war es nicht. Ich war es nicht. Das ist ein Traum. Home sweet home. Ja, also mit den Pferden ist das echt super machbar. Sweet home Alabama. Ja, ne, weil die wirklich ganz gut tragen können, dann sind sie eigentlich auch flott unterwegs. Ja, die hat ja eigentlich die Palisaden gebaut. Hat die Klappe. Ist mir auch gerade aufgefallen, das ist sehr, sehr sicher. Ist ja nur Balus Hütte da am Eingang, weißt du? Der ist geplündert. Der ist genau. Ja, da, ja. Wie hier friedlich auf Sinde gekackt wird. Schön. Ey, ich hab doch nach links gedrückt. Mal schauen, ob wir überhaupt in die Kisten reinkriegen. Ja, ich denke mal schon. Kannst du gleich in den Dings reinschmeißen da? Die nee, die sind voll. Also waren voll, als wir weg sind. Mal schauen, wie weit die jetzt sind. Oh, Gaul 1 ist leer. Der ist auch leer. So, auch leer. Ich hab mein Zeugs eingelagert. Mal schauen, ne? Wir sind auch erst 75 durch. Wir sind 100 durch. Na, wir nähern uns. Wenn du jetzt noch die Nails fertig kriegst, dann könnten die Nails sind durch. Die sind durch. Kannst du sie mir hier reinschmeißen? In den Mason's Table von der Sinde. In den großen Haupttable. Ja, kann ich. So, warte mal, dann haben wir hier 100, 200, 400. Ich brauche nur noch 100, Leim-Dingsbums gebrannten da. Gebrannten Kalk. Das ist mir gut. Das ist mir richtig gut. Hat sich gelohnt, den zweiten zu bauen. Auf jeden Fall. So. Wir sind drin. Wunderbar. Dann mache ich mich schon mal an die Fässer und bis ich das dann habe, ist auch, denke ich, das Zeug hier durch. Also, ach so, die Dings hat es mir auch schon gebracht. Die, oder muss ich mir die abholen vom Metallbeschläge? Oh, wir hatten mir einen Tisch hier hingestellt. Ne, die habe ich. Ich habe, beziehungsweise wie viel brauchtest du? Metallbeschläge brauchte ich 15. Achso, ja, die kannst du ja abholen. Die sind in der großen Kiste, wenn du reinkommst, rechts. Okay. Ich hab dir deine Trinkflasche in deinen Farmer's Table geschmissen, Hippo. Jo, danke. Nein, du musst die Kiste, wo gefertigt draufstehen, angucken. Ach ja. Die kleine ist nur die Reparaturkiste. Irgendwo habe ich jetzt ein Pferd geklaut, ich weiß nicht mehr, wo es stand. Ich glaube hier. Sie haben hier schon Pferde geklaut. Ja, ja. Die bauen wir dort. So, Beryl. Beryl Obama. Wo ist er? Beryls 1. Ach, Carpenter's Kit. Hast du mir das gebaut? Kacke. Nee, aber kann ich ja machen. Muss man eine Eisensäge?
Da brauche ich aber nochmal Tool Handles und eine Wotten. So, ne, Moment, das habe ich, glaube ich. Tool Handles kann ich hier mitbringen. Ja, Tool Handles bräuchte ich noch ein paar. Sonst müsste ich, glaube ich, alles haben. Tool. Haben das Kit. Yep. Ich höre Kampfmusik, ist alles okay? Ja. Wahrscheinlich ist wieder ein Dings Vogel in. Nee. Die Zähne geflogen. Ich besorge mir gerade ein bisschen Pelz. Achso. Nimm die billigen Pfeile für die, wenn die schon, wenn du schon sicher stehst. Obwohl, man kann sie ja ganz gut wieder einsammeln, ne? Da kriegst du eigentlich gut. Relativ, ja. Ja. Hier ist keine Eisensäge drin. Ja, eins nach dem anderen. So. Mach dir das. Bring das Fett mit, ich brauch gleich wieder hier, ne? Ja, deswegen auch. Sind sie jetzt durch die Tool Handles? Jupp. Kommen. Wo ist denn das? Wo ist denn der Gaul hin? Ich hatte doch eben gerade einen Gaul platziert. Hat jemand einen genommen gerade? Ich hab einen Schneereller hier. Ja, okay, dann war das die wahrscheinlich. Und dann Ferdinand wieder klauen hier. Wo ist denn deiner? Ich weiß jetzt nicht, wo meiner ist. So, Hebo, Säge ist fertig. Liegt in der Kiste. Merci. Tool Handles sind in der Reparaturkiste. Jupp, danke. Ja, sag mal. Daneben. Hier in meiner Hütte wird dich skandaliert. Ach ja. Wo denn sonst? Sonst komme ich mit dem Schmiedehammer und dann gibt's ein Saufelmütze. So, wenn du mir jetzt mein Carpenter-Kit gibst, dann können wir die Town Hall noch machen. Liegt auch in der gefertigten Kiste. Oh, da war ich doch gerade. Alter, der macht mich fertig. Doch hier vorhin irgendwo Holz reingeschmissen ohne Ende. So, ja, die Wooden Support Beams hattest du schon angeschmissen, ne? Mhm, die sind durch. Aber irgendwie ist da kein Sawdust bei rumgekommen, warum nicht? Dann mach ein bisschen Lumber an. Das schaffe ich doch gar nicht hin. Die Öfen so toll platziert, ich muss den einen nochmal abreißen, glaube ich. So. Jetzt aber, Barrel. Welches war's? Barrels? Barrel 2? Barrel. Ich denke mal, das ist es. Jetzt erstmal auf jeden Fall nicht dieses Barrel 3er Pack machen. Das ist wahrscheinlich Barrels, ne? Hier ist so eins, das nennt sich nur einfach. Eins nennt sich Barrel und eins nennt sich Barrels. Also, das ist ein bisschen fies. Ja, Barrels, das ist so ein 3er Pack, ist das. Okay. Dann brauche ich gerade mal 2 davon. Oder komm. So. Hui, die brauchen aber lang. Oh, du musst ja alles in das Fass reinstopfen, das braucht eben seine Zeit. Nee, das Fass selbst braucht lang. Also, ach so, bin noch okay. Gar nicht dabei, da was reinzustopfen. Gut. Was da? Klamottenkiste hier wieder. Mein Nachbar steht gerade in seinem Campfire. Ja. Ich hab nur. Du spickst also rüber zu deinem Nachbarn, ja? Nein, ich muss nur zuhören. Ganz dünne Wände. Ganz. Ja. Ja, ganz, ganz dünne Wände. Hat man das hier drin? Nee. So, zack, zack. Zack, zack. Na, dann gehen wir da runter. Biber hier wirkt irgendwie noch so not amused, aber ich glaube es geht. Also, eigentlich waren das 2 Stück. Einen hatte ich ja schon gekillt. Ja. So, ihr Lieben, ihr könnt euch jetzt auch
Bosse hacken und Headshots abholen. Irre. Juhu. Das Mistzeug, was ich hier brauche. Lime Mortar da. Bucket of Sand. Achso, die brauchte ich ja noch. Ja. Oh, hier sind 30 Eimer, oder was? Ja, wie gesagt, damit habe ich, ja, die stecken. Also, ja, doch, die stecken. Also, falls du noch mehr brauchst, ich habe hier auch noch 22 bei mir. Jetzt kriege ich aber Bucket of Soil, wenn ich hier am... Ja, nee, du musst richtig ins Wasser oder fast ins Wasser stehen. Und hier ist irgendwas kaputt. Hier war irgendwas noch neben dem Dings, das ist wohl kaputt gegangen. Da war so ein Kessel drin. Achso, dann war es das Campfire. Da hatte ich Knochenleim drin gekocht. Okay. Den Kessel kann man ja noch rausnehmen. Den habe ich gerade gerettet. War. So, wie war das jetzt mit dem Sand? Nochmal, sorry. Einfach ins Wasser stehen oder ganz nah ins Wasser, da soll es dann Sand bekommen. Und Säule bekommst, wenn auf Erde bzw. in Grünzeug stehst. Jo, hopp. Sehr schön. Schön, dass das jetzt stackt. Ich glaube, vorher waren die doch irgendwie immer... Also die Eimer haben schon immer gestackt. Ja. Und wie hoch das mit dem Sandzeug stackte, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ein bisschen gestackt hat es auf jeden Fall immer schon. Brauchtest du was, Xa, oder was wolltest du hier? Ich bin eigentlich auf der Suche nach ein paar Federn. Was eigentlich? Jeder, ne, die wirst du hier nicht finden. Ja, letztes Mal waren hier an der Hotkiste noch ein paar. Bei mir sind die Federn drin. Im Schreiner-Table. Ja, müssen aber noch irgendwo sein, weil ich habe die habe ich aus dem Schrank bei mir. Ja, das sind die Coach mir reingetan hatte, genau. Ich habe die übrigens auch gerade nochmal Flachs reingeworfen, ne? Ja, habe ich schon verwurstet. Du denn, bist du ein Schaf? Okay, Bucket of Lime Mortar hätte ich dann jetzt. Alter. Ja, das ist ja eine. Echt ganz einfach. Boah, das ist echt richtig krass. Echt richtig, richtig krass. So, und das alles nur für die Baustelle halt. Das finde ich noch immer sehr. Ja, und das Ganze muss dann noch 5 oder 6 Mal in etwa in denselben Mengen reinstopfen. Ja, dann müssen wir aber alle zusammenarbeiten. Das kannst du ja knicken alleine. So, dann habe ich das. Jetzt die Barrels noch abholen. Und dann habe ich gleich alles zusammen für die Town Hall. Yippie. Yeah. Boah, das ist echt... wenn du überlegst, waren das jetzt 2 oder 3 Folgen, die wir damit verbracht haben? Ich weiß gar nicht. Es war schon echt... Ja, so gute 2 Folgen dürften es auf jeden Fall gewesen sein. Hopp. So, das da rein, das da rein. Das nehmen wir ein bisschen raus. Ja. So, rein. Kannst rein, du eigentlich rein? Auch Türen craften, Koya? Ja, klar. Weil irgendwie zieht's hier so ein bisschen in meiner Hütte. Ja. Das ist, Mir auch noch relativ offen. Aber nimm's mir nicht übel. Überlegt euch das nicht gut jetzt. Mit den Türen. Nein. Doch, jetzt. Genau jetzt. ja. Das Ding ist ja eher so dieses Platzproblem in diesem Blaster-Dings da, in diesem Blaster, weißt du, wenn du da anständig was reinstopfen könntest, dann kannst du ja halbwegs schnell arbeiten, aber so ist das echt nervig. Also ich fand's mit den 30 ganz praktisch und den 15 Wasserflaschen, damit konntest du immer einen Durchgang machen und musst es dann beides wieder auffüllen. Ja, aber ich brauche halt 5 Wasser für einen
Da sind mit den fünf Slots gleich belegt. Ach ja, okay, ja gut, wenn so viel brauchst, ist natürlich echt nervig. Und dann brauche ich jeweils auch noch 10 Buckets of Sand, das heißt, die muss ich dann jetzt auch alle 2 Mal wieder nachfüllen. Also, da ist ja. Wenn ich das einfach gedrückt halte, die 1, geht nicht. Nee, geht leider nicht. Du musst immer Taste türken. Ender, Crafting. Zack, zack. Jetzt habe ich die falschen Fässer gebaut oder so, dann. So, haben wir doch alles. Also, ich meine, es gibt ein Lagerfass. Und eins, das eben zu diesen Dingern umbasteln kannst. Okay. Ja, also ich habe jetzt das. Ne, fast habe ich die richtigen gebaut. So ist nicht. Ich meine nur, ob ich jetzt die richtigen Leimfässer gebaut habe. Ach so. Ich hatte das jetzt nur noch so grob in Erinnerung, wie das hieß. Mal gucken. Irgendwas mit Leim und Barrel. Und dann habe ich mir gedacht, wird schon das Richtige sein. Wird schon passen. Ja. So, Town. Jawohl! Haha! Wollt ihr bei diesem großen Moment dabei sein? Ich hab die Town Hall schon mal aufgestellt, ich weiß, was jetzt gleich kommt. Ein spitzer Schrei. Ja, so in die Richtung. Eigentlich wäre es jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Cliffhanger, aber heute bin ich mal nett. Oh, er hat die Spendierhosen an. Ja, heute bin ich echt mal. Ach, so groß ist doch gar nicht. Echt? Haben sie die verkleinert? Aber ich fand die echt gigantisch. Ja, die ist gigantisch, um Gottes Willen, aber die ist jetzt, die passt da locker hier hin. Pass mal auf, die ging hier. Dann kriegst du ja auch so hin, dass sie, also dass nirgendwo der Boden durchklippt? Das glaube ich nicht. Das kannst du knicken. Gerade mit dem Gras. Aber seht ihr mich? Seid ihr irgendwie in meiner Nähe? Ja. Sehe ich. Ich könnte die hier zwischen den Stellen und der Palisade machen. Boah. Ding ist halt, kann ich? Das Problem ist halt, die hat an beiden L-Enden eine Tür. Also man sollte es jetzt nicht direkt an den Stellrand quetschen. Ach, an den Enden hat die Tür? Ja, ja. Okay, gut, okay, dann nehme ich alles zurück. Die Enden sind noch ein bisschen länger, als ich das gedacht habe. Bist du gerade in Third Person ganz rausgezogen? Ja. Wer rettet mich denn jetzt hier über den Augen? Kann man die drehen? Ja, kann man. Ja, geht. Aber nur in einer Person. Du kannst, also am besten funktioniert es, wenn du wieder in die Ego-Perspektive gehst, etwa hier so hingehst, wie es haben willst, und dann erst wieder in K gehst, und dann kannst du in den XY-Richten dann noch verschieben, ohne es jetzt halt noch drehen zu können. Mhm. Ich sagte ja, das wird nicht einfach, das Ding hinzustellen. Könnt ihr eure Häuser nochmal abreißen? lass mich ganz kurz überlegen, nein. Ja, nee, ich meine das jetzt ohne Witz fast, weil eure Häuser neben die Stelle und da hinten die Town Hall hin wäre jetzt die Lösung, weil tatsächlich passt sie nicht neben die Stelle. Lass mich nochmal ganz kurz überlegen. Nein. Immer noch nicht. Wie ich vorhin gesagt, die passt da ganz locker hin? Ja, das L ist länger als gedacht. Also das wird mir grün angezeigt, aber es verschwindet in den Stellen oder in den... Also die Koalitionsabfrage ist ziemlich locker, aber sie steht dann halt überall noch drin. Ja, genau. Deshalb habe ich erst gedacht, ach, passt doch, weil grün, weißt du? Ja, war nicht. Ist leider nicht. Heute ist Essen ernst. Ja, also der Boden würde auch ganz schön durchklippen noch, das kommt noch dazu. Aber wir müssen die Mauer verschieben. Wird wohl das Einfachste sein. Gott. Pass mal auf, ich würde die jetzt einmal stellen. Wie soll ich denn das L ausrichten? Ich bin mir aber nicht sicher, ob sich das nochmal aufheben lässt. Nee, ich will die nicht wieder aufheben. Nur die Mauer müssen wir dann verstellen. Also ich würde das jetzt sehr nah an die Mauer ranklatschen.
Also, wenn ich jetzt hier rausgucke, das ist eigentlich relativ eben. Also, man könnte auch die Mauern ein Stück verschieben und die Halle dann da Dann erst so. später setzen, meinst du? Ah ja, gut, können wir auch machen. Gut, wobei von der Wand her wird es nicht besser. Also, man könnte es auch hier setzen und dann halt einen Knick in die Mauer machen. Also, von daher, raus hin. Ja, nee, andererseits, nee, es gefällt mir nicht. Könnte jetzt höchstens, das Einzige wäre es halt wirklich so mittiger hier hinsetzen, das ginge. So, hier so. Moment. Ja, dann muss man halt immer drum herum rennen, wenn man zum Tor raus will. Ja, das ist richtig. Aber es ist halt dann eine Town Hall, die ist in der Mitte. Ich meine, wir könnten da eine Straße mehr oder weniger dran vorbei. Warte mal, wir könnten die. Also, was wir ja wirklich neu machen könnten, wären die Ställe. Das ist kein Ding. Ja, die Stelle, klar, das ist kein Problem. Aber also wenn, beziehungsweise gerade wo die Ställe stehen, ist es eigentlich relativ eben. Könnte man nicht versuchen, die Ställe und deine alte Hütte wegzunehmen und die Town Hall dahin zu stellen? So fast an die Felswand hin, weil es da nicht so steil hochläuft. Ja, das ginge. Weil die Stelle wäre dann eigentlich ja schon dorfmittig. Ja, das ginge. Das ginge. Ich könnte ja auch noch so ein bisschen, ja, ginge. Aber dann steht trotzdem das L steht so weit raus. Also wenn ich die jetzt komplett an den Felsen dran mache, dann ist der andere Flügel so weit nach vorne ragend, dass es bis über den Bauernhof rausreicht. Also man muss dann So trotzdem hier weit. so im, ja, man muss dann Ach du trotzdem hier Scheiße. so kurvig durch. Ja, und wenn's andersrum drehst, also Ja, dann ein das. Flügel reicht ja immer in den Raum rein. Ja, schon, nee, aber dass der Flügel halt nicht zum Bauernhof geht, sondern hierher, wo ich Ja, jetzt stehe. da ist er auch. Lauf mal jetzt noch ein bisschen nach rechts. Nach rechts, andere rechts. Weiter, 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 stopp. Und jetzt zu mir. So, stopp. Bis dahin geht's ungefähr. Das ist nämlich schon echt weit, ne? Das ist schon Also ein Eckchen, paar ja. Meter kannst du noch zu mir. Ein bisschen noch. Komm noch ein bisschen zu mir. Nee, also jetzt wirklich zum Berg laufen. Ja, so. Genau, da steht es exakt an der Ecke. Naja, gut, es geht. Man kann ja dann hier so schräg durch. Ja, ne? Das sollte ja nicht gehen. Ja, dann bauen wir es in der nächsten Folge dahin und dann müssen wir vorher die Stelle unten mein Haus abreißen. Machen wir das so. Ja, gigantisches Teil, echt. So, macht seinen Namen alle Ehre. Oh. Ja, vor allem, ich hätte so eine Halle erwartet, nicht unbedingt ein L. Das ist interessant. Okay. Jo, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das war jetzt nochmal eine lange, aber macht ja nichts. Wir sehen uns. Bis dahin, macht's Oh. gut. Ciao. Oh. Yeah.